Herzlich willkommen bei Vineo. Mein Name ist Bernhard Grewing von der Anwendungstechnik. Ich möchte Ihnen heute unsere Selbstklebematte Single Glue vorstellen. Single Glue ist eine wunderbare Alternative zur bekannten Nassbettklebung und Sie werden die Vorteile später noch erklärt bekommen. Wir haben unser Material heute schon mal hier in den Raum gebracht, und zwar unsere Single Glue Matten. Die muss man aufrecht stehen zur Akklimatisierung in den zu verlegenen Raum hinstellen, und natürlich unseren Bodenbelag, unsere Vineo 1000 Planken, die ebenfalls zur Akklimatisierung hier in maximal 2 Paketen übereinander gelagert werden, und das 24 Stunden bei einem Raumklima von mindestens 15 Grad und maximal 25 Grad und einer relativen Luftfeuchte von ca. 50 oder unter 65%. Ich möchte euch heute unsere Selbstklebematte Single Glue mal im Detail vorstellen. Die Single Glue ist 1,8 mm dick, besteht aus einer Schutzfolie in der Oberfläche, einer Klebeseite nach oben, wenn man die Schutzfolie abzieht, man kann das hier sehen, und auf der Rückseite ein Polyestervlies, was halt zum Untergrund verlegt wird. Die Single Glue besteht aus unserem Hochleistungsverbundwerkstoff Ekoran. Ekoran ist natürlich ein Material, was wir aus natürlichen Rohstoffen herstellen, aus Raps- oder Rizinusöl. Ekoran ist nicht nur ein umweltfreundliches Material, sondern auch hochleistungsfähig, das heißt also dauerhaft und hochelastisch. Ich komme aber nun auch zu den Nutzungsvorteilen und zu den Fragen, wo kann man es verlegen. Unsere Single Glue können wir auf fast allen vorhandenen Untergründen verlegen, außer auf sehr unebenen Steinfliesen. Wir können es auf vorhandenen Parkett verlegen, auf Vinyl, auf Linoleum. Ich muss also nicht die alten Böden rausreißen. Man kann das natürlich machen und kann auch ganz neu aufbauen. Die Single Glue hat aber den riesen Vorteil, sie wird schwimmend verlegt, das heißt, sie entkoppelt zum Untergrund und ist somit sehr leicht zu verlegen, hat damit auch noch nutzungstechnische Vorteile, das heißt, sie ist sehr angenehm beim Begehen, weil sie einen hohen Trittgehkomfort bietet, aber auch eine hohe Trittscharverbesserung von bis zu 15 dB in Abhängigkeit mit dem Oberbelag. Und der Vorteil, wenn ihr mal irgendwann auszieht oder, sag ich mal, wir wollen renovieren, dann kann ich Single Glue in Verbindung mit dem Oberbelag ganz, ganz einfach wieder rückbauen. Das heißt, es ist ja nicht verbunden, fest verbunden mit dem Untergrund. Der zusätzliche Vorteil bei der Verlegung: ich habe keine Wartezeiten. Bei konventionellen Klebstoffen kennen wir das, dass wir nach der Verklebung mindestens 36 bis 72 Stunden warten müssen, bis der Klebstoff ausgehärtet hat, bis man halt eben die Fläche belasten kann. Das alles fällt weg bei unserer Single Glue. Und zwar kann ich nach der Bodenverlegung den Raum sofort nutzen. Ich habe keine Wartungszeit, ich habe keine Trocknungszeiten. Ich kann unmittelbar weiterarbeiten. Ich habe wirklich auch einen Renovierungsaufwand, der fast gleich null ist. Möbel raus, Single Glue verlegt, Bodenbelag drauf, Fußleisten drum und schon kann ich wieder einräumen. Wir sehen hier, wir haben jetzt Werkzeug hier aufgebaut. Es ist nicht viel, was wir brauchen. Wir brauchen natürlich zwei Messer, einmal eine Trapez- und eine Hakenklinge. Wir brauchen einen anderen Kroller, ein Lineal, einen Schnurschlag, einen Zollstock. Das ist alles, was wir an Werkzeug benötigen. Wir müssen natürlich, der Unterboden muss entsprechend verlegereif sein. Bedeutet, das heißt, er muss eben zug- und druckfest sein, rissfrei sein und dauerhaft trocken. Das gilt sowohl für gespachtelte Flächen als auch für Altuntergründe. Die müssen entsprechend auch verlegereif sein, in der Form, dass der alte Bodenbelag noch fest mit dem Untergrund verbunden ist, dass er dauerhaft trocken ist, dass er eben ist und dass er nicht auseinanderbricht, wenn man den begeht. Und zwar kann man natürlich unsere Single Glue auch auf vorhandene Altbelege verlegen, auf Linoleum, auf Vinylbelege, auf Parkett, auf keramische Fliesen oder Natursteinfliesen, wenn sie halt eine gewisse Ebenheitstoleranz nicht überschreiten. Und da geht es im Prinzip darum, dass die Fugenbreiten nicht 5 mm, nicht breiter sind als 5 mm, nicht tiefer als 2 mm und dass der Versatz zwischen der einen und anderen Fliese nicht 1 mm übersteigt. Das sind so die Dinge, die sich sonst abzeichnen würden. Ansonsten gleicht unsere Selbstklebematte Single Glue auch geringe Unebenheiten sehr, sehr gut aus, weil sich ein Luftpolster unter der Matte bildet und das Material sich immer wieder zurückbildet. Das ist so die Eigenschaft unserer Ekoran-Material. So, wir starten hier mit der Verlegung der Selbstklebematte Single Glue in dem Fall in der linken Raumecke, aber immer 90 Grad versetzt zur späteren Verlegerichtung des Bodenbelags, den wir oben drauf legen. Das ist ganz wichtig, damit hier die Nahtbereiche nicht
übereinander kommen, sondern immer im Versatz da sind und so dann haben wir eine gute, feste, dauerhafte Verbindung. So. Wir haben immer Abstand, 5 mm mindestens zu aufgehenden Bauteilen, also Einbauteile oder auch Wände. Das ist wichtig, das gilt also auch nachher für den Oberblatt. Das Material muss im Raum sich frei bewegen können, weil es ja nicht mit dem Untergrund verbunden ist. Beim Ausrollen der zweiten Bahn ist darauf zu achten, dass wir natürlich den Abstand zur Wand einhalten, also mindestens 5 mm, aber auch natürlich hier dicht, aber spannungsfrei zur nächsten Bahn verlegen. Okay, Reststücke müssen wir nicht wegschmeißen, nein, wir setzen sie an. Und zwar ziehen wir quasi die nächste Matte ungefähr 5 cm über das Reststück rüber, rollen dann weiter ab, schieben wieder sauber voneinander und hier machen wir später ein Doppelschnitt. Und zwar, damit die beiden Bahnen sauber voneinander stoßen, aber auch spannungsfrei. Das ist wichtig. Wenn wir jetzt die Ansatzstellen sehen, dann sieht man auch, dass die Matte sich ein bisschen anhebt. Ja, die will natürlich in ihre Rollenform wieder zurück, hebt sich ein bisschen an. Aber bitte nicht von oben fixieren, kein Tape draufkleben, aber von unten auch nicht fixieren. Sonst heben wir die schwimmende Verlegung auf und das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Bevor wir jetzt mit der Verlegung anfangen, müssen wir natürlich die Raumgeometrie ausmessen und natürlich gucken, wie wir in den Raum reinschauen. Und deshalb nehmen wir hier die Panelbreite. Ja, wir haben hier 20 cm Panelbreite, nehmen wir mindestens 3 Paneele, damit wir halt mit 3 Paneelen starten können. Also 60 cm etwa ziehe ich die Folie jetzt zurück und um dann auch einen Schnurschlag machen zu können. Die Folie, ganz wichtig, dass ich die flach zurückziehe. Wenn ich sie hochziehe, dann zieht sich die Matte hoch. Ja, flach und über den Boden zurückziehen. Und das mache ich jetzt mit der nächsten Bahn genauso und so weiter. So, wir starten nun mit der Bodenverlegung unserer Vineo 1000 entlang des Schnurschlags und zwar auch wieder mit 5 mm Luft zur Wand. Und ich kann auch wunderbar noch ein bisschen korrigieren. Die Matte klebt nicht direkt, sondern haftet zunächst nur und klebt erst dann, wenn ich hier mit der Korrektur durch bin und wenn ich sie angerieben habe. Ja, das Anreiben machen wir hier mit einer Andrückrolle, Handandrückrolle. Und jetzt sieht man auch, da ist schon eine feste Verbindung. Das wird aber im Laufe der Zeit noch fester. So, ich verlege jetzt sofort die zweite Reihe, aber natürlich mit einem Versatz. Wir haben einen wilden Verbund. Und zwar mindestens 30 cm schneide ich hier. 25 bis 30 cm sollte man einfach abschneiden. Ich ritze quasi mit der Trapezklinge die Bahn an, schneide dann mit der Hakenklinge einfach entgegengesetzt durch und kann jetzt, sage ich einfach mal, mit dem kurzen Stück hier beginnen. Weiter zu verlegen. Nicht mit dem nächsten Panel quasi an der zweiten Reihe weiter, damit ich dann gerade komme. Wichtig hier an die Stirnseiten kontrollieren, ob das sauber voneinander ist. Dann an der Längsseite passt, kurz angerollt und schon geht's weiter. So, wenn ich meinen Anschlag gelegt habe, ja, da habe ich ja erstmal von der Folienseite innen zur Wand gearbeitet. Jetzt kann ich natürlich auf dem geklebten Panel arbeiten, was viel leichter ist. Ich schiebe einfach die Folie weg, immer so 2 Panelbreite und kann jetzt hier weiter verlegen. Aber nochmal betont, bitte legt die Paneele
nicht zu stramm voneinander. Die müssen schon dicht voneinander legen, aber spannungsfrei. Das ist wichtig, dass ich hier keine Spannung einbaue. Ja, ihr seht, wie schnell so eine Verlegung mit unserer selbstklebenden Matte Single Glue funktioniert und unserer Vineo 1000. Wir sind noch nicht ganz am Ende, denn wir müssen noch die Ränder anreiben, das nehmen wir unsere Handandrückwalze, und wir brauchen die schwere Gliederwalze noch, um die Fläche anzureiben und einen richtigen Anpressdruck vom Belag in den Klebstoff reinzubekommen, und damit haben wir dann eine dauerhafte Verbindung, ja, man sagt eine Hochzeit, und das kann man nicht mehr trennen. Ja, wir haben gesehen, dass unsere Vineo Single Glue eine innovative, wohngesunde, umweltfreundliche Alternative ist zur konventionellen Nassbettverklebung. Und jederzeit rückstandslos entfernbar. Wir können es auch im Bestand einfach verlegen, ohne großen Aufwand. Ich denke, diese Unterlagsmatte wird auch euch begeistern. In Verbindung mit unseren Produkten, auch unsere Vinyl-Designbelege, können wir wunderbar auf unserer Single Glue verlegen. Wie hat euch die Verlegeart gefallen? Diese Alternative zur Nassbettverklebung? Eure Meinung würde uns interessieren. Schickt uns eure Fragen, schickt uns ein Like, wenn es euch gefallen hat. Jederzeit könnt ihr natürlich unseren YouTube-Kanal abonnieren oder anrufen, aufrufen. Da findet ihr wichtige und weitere Informationen zu unseren innovativen Bodenbelägen. Und ja, ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.